allein sein. Und ich meine nicht einsam sein. Nein, nein, ich meine allein sein. Bestimmte Wege alleine zu gehen, um Dinge zu verstehen, um Entscheidungen zu überdenken und sich wieder in die richtige Richtung zu lenken. Menschen, die das Alleinsein genießen, gelten schnell als sonderbar, als nicht erreichbar. Doch ich möchte da etwas richtigstellen. Alleinsein heißt keinesfalls gelangweilt sein. Es heißt viel mehr Zeit für sich zu haben. Zeit für die kleinen Dinge im Leben, für die es sich lohnt, nicht aufzugeben. Alleinsein heißt frei sein. Einfach mal die Stille genießen, die uns doch eigentlich immer umgibt. Sie ist nur nicht so beliebt. Ein Mensch ist allein, wenn kein anderer um ihn herum ist. Doch ein Mensch ist einsam, wenn er andere Menschen um sich herum vermisst. In einer Welt, die sich gefühlt immer schneller dreht, ist es wichtig, auch mal anzuhalten, durchzuatmen, abzuschalten. Alleinsein kann so erfüllend sein. Es lassen sich jedoch nur wenig Menschen darauf ein. Und ja, ich mag es, allein zu sein. Es tut mir gut, mich für kurze Zeit zu distanzieren, um meine Gedanken zu sortieren. Alle Menschen, die gerne allein sind, sind schüchtern. Nein, so würde ich es nicht nennen. Es sind die großen Menschenmengen, die einen so sehr anstrengen. Und wenn das nächste Mal jemand zu dir sagt, ich bin gerne allein, dann schau ihn doch bitte nicht schräg von der Seite an. Denn vielleicht verstehst du dann, dass man noch einiges von ihm lernen kann.